Herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und es ist wieder Zeit für ein Schlagspiel. Und nein, es ist nicht Arkanoid und es ist nicht Breakout. Es ist Konamis Ping Pong und das ist ein richtig, richtig geiler Titel. Wirklich geil. Wirklich geil. Und jetzt extra für euch mache ich nicht Level 5, weil da kriege ich nämlich dann die Hucke versohlt. Da fangen wir erstmal gemächlich an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier wird bis 21 gespielt, ne? In der anderen Version glaube ich nur bis 11. Das war nicht gut. So, so kann man zwischen Vorn- und Rückhand wechseln. Ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Vielleicht hätte ich das sein lassen sollen. Im Augenblick kriege ich aber mal richtig eine Klatsche. Und der Netzroller, wir kennen das, Game kommt nicht auf meine Seite. Das ist so. Oder kommt auf meine Seite, aber bleibt auf meiner Seite. Und das ist das Problem. Alter, 5-0 liege ich hinten. Was geht hier ab? So. Okay, ich weiß nicht. Also wenn dieses kommt, ist das eigentlich der Hinweis, dass man schmettern sollte. Aber man sollte das nicht immer. Schmetterbälle gehen bei dem Game gerne mal ins Aus. Boah, bin ich scheiße oder was? Ich spiele ja wie ein Total, also 7-0. Das war übrigens ein Schmetterball, den man hätte nicht machen sollen. 8-0. Okay, 8-1. Die Wende! Okay, der war raus. Glück gehabt. Boah, der war Dusel. Das war echt Dusel. 8-3. Boah. Mal gucken. Alter, ich hab... Boah. Netzroller, ich flipp bei dem Thema aus. Also. Da muss man sich vorstellen, der führt mit 7 Punkten Abstand und fängt nur an zu bescheißen. Der war gut. Der war gut geschmettert. Muss ich mir mal selber loben. Weiß bei euch tut das ja keiner. Heul. So, nur noch 5 Punkte. Wie gut, dass die hier bis 21 spielen. Oh. Wenn man merkt, dass man sich für das Falsche entschieden hat. Das ist da meistens nicht so gut. Boah. Yes. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch wieder aufholen kann. Wahrscheinlich nicht, aber... Wenn ich das so weitermache, garantiert nicht. Ich schalte mal eben kurz meinen Wecker für morgen ein. Weiß nicht, ob das jemanden jetzt irgendwie relevant interessiert, aber ich glaube, die Leistung interessiert im Augenblick auch keinen. So gesehen kann ich auch mal ein paar andere Sachen erzählen. Sechs Punkte Abstand, ey. Vernichtend. Boah. Spiel ich eine Grütze? Und es ist weder eine grüne noch eine rote. Okay, da war die KI doof. Auf höheren Leveln hätte er mir das Ding um die Ohren gekloppt.
Ah. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. 8 Punkte Abstand, ey. Boah. Katastrophal. Ihr wollt euch immer schon über meine nicht vorhandene Fähigkeiten aufregen oder meine nicht vorhandene Leistung und meine grausame Dartbietung. Jetzt habt ihr zum ersten Mal legal die Chance, das auch wirklich zu tun. Weil das ist grausam. Alter. Selbst das kriege ich nicht hin. Also wenn es bei GTA eine Mission geben würde, klau dem Kind seinen Lutscher. Selbst das würde ich gerade vermasseln. Ich bin im Augenblick gerade zu blöd, selbst eine Lootbox von EA zu kaufen. Also... Zehn Punkte Abstand. Alter Schwede, ey. Das war sowas von doof. Die Demontage ist perfekt. Das ist ja schon fast Vettel-nesk. So. Wichtig ist, nicht ganz so zu losen. Ich führe! Das wird sich gleich schnell wieder ändern, aber... Das ist schon der höchste Abstand, den ich jemals hatte. Und dann kam der Netzroller. Netzroller war sein letztes Wort. Dann brachten ihn die Pfleger fort. Lalala. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Chance habe, in den dritten Satz zu kommen, aber Hauptsache, es wird vielleicht ein bisschen knapper. Ein bisschen was möchte ich doch meinen Zuschauern bieten. Ich mache eigentlich umsonst irgendwie keine Top 10 Rankings. Also schmettern bin ich aber auch eine Katastrophe, ey. Gut, ich bin im Augenblick in allem eine Katastrophe, also. Boah, jetzt schmettert er mich um. Bei 1 Live war tatsächlich das Thema, ob man irgendwie Angst hat, dass andere Leute in der Position besser wären. Diese Angst habe ich nicht. Ich habe gerade die Bestätigung. Gronkh würde das nicht passieren. Gut, der wird so einen Scheiß gar nicht zocken, aber... Also so wirklich souverän spiele ich hier nicht wirklich. Aber auf jeden Fall kann ich es erstmal ein bisschen ausgeglichen halten. Das war besser.
Aber weiter als 2 Punkte hatte ich noch keinen höheren Abstand. Also es ist also kein Safe-Game. Verstehst du? Gut, bei Konami braucht man ja auch 10 Euro für einen Safe-Slot, aber... Finden Sie die Metal Gear Survive-Referenz. Das können Sie ja bald mal als Free-to-Play-Titel machen. Gott. Also es ist hart. Ach, jetzt verziehe ich auch noch den Schmetterball. Meine Güte, ey. Okay, der war gut. Der war gut, den hat er souverän zurückgebracht. Es bleibt bei den ominösen 2 Punkten, ne? Mein Gott. Da klappt aber auch gar nichts. Wir haben Punktgleichheit wieder. Ich muss schon sagen, also... Souverän ist was anderes. Aber dann kann ich super das Video strecken. 10 zu 10. Wir sind bei 12 Minuten. Vor allem nur auf Level 3. Profis spielen logischerweise auf Level 5. Er führt. Zum ersten Mal im zweiten Satz. Führt die KI. Scheiße. Und ihr könnt euch vorstellen, für wen der Netzroller ist. Nicht für mich. Yes. Auf jeden Fall will ich um den Satz kämpfen. Gut, viele Menschen sagen, das tue ich bei den Kommentaren auch, aber hier ist es Not gegen Elend. So, ich führe wieder. So, da sind wieder die ominösen 2 Punkte Führung. Die höchste Führung im zweiten Satz. Meine Güte. Und jetzt sagt mir gerade die Twitch-App, ich bin online. Hurra! Nur 1 Stunde 12 später. Na, da soll noch mal einer sagen, das nicht live. Ah, 5 Punkte Vorsprung.
Das ist der pure Wahnsinn. Das ist Ekstase. Ja gut. Ich sollte wieder die Fresse halten, weil das kriege ich nämlich aus dem Maul. Boah. Das ist unglaublich. Das ist Kampf um jeden Punkt. Meine Reflexe sind echt scheiße geworden, oder? Boah! Jetzt macht er mich mal total lang. Yes. Noch 3 Punkte. Das sollte noch machbar sein. Ich sag dazu besser gar nichts. Meine Fresse. Gott. Noch 2. Ihr könnt anfangen anzufeuern oder so. Und schon kam der Netzroller. Lalalalalala, Netzroller, Netzroller. We are going to Ibiza, Netzroller. Lalalalala. Es sind immer noch 2 Punkte. Egal. Es sind immer noch 2 Punkte. Es ist mir scheißegal. Nein! Jetzt ist es mir nicht mehr scheißegal. Erster Matchball, erstes Ding. Davon wird es eine Revenge geben. Ich glaube, das wird jetzt nicht so erfolgreich wie damals bei 10 Yard Fight, aber so lasse ich mich nicht abbügeln. So lasse ich mich nicht abbügeln. Challenge accepted. Ich bin euer Mr. Van1974 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und Doppelfinger an den Netzroller.